Heilpflanzen für die Regulierung der Schilddrüse. Die Schilddrüse befindet sich im Halse unterhalb des Kehlkopfes. Sie ist dafür zuständig, Hormone zu produzieren, den Stoffwechsel zu regulieren, die Zellen mit Sauerstoff zu versorgen und Proteine zu synthetisieren. Insbesondere viele Frauen leiden an Schilddrüsenstörungen, bei denen eine übermäßige oder zu geringe Produktion von Schilddrüsenhormonen zu Beschwerden führen. Wenn die Schilddrüse hyperaktiv ist, kommt es zu einer Überfunktion, Hyperthyreose. Dabei werden die Funktionen im Organismus beschleunigt, was zu schweren Problemen führen kann. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion, Hypothyreose, kommt es zu einer Gewichtszunahme, Müdigkeit, Schlafstörungen und so weiter. Bei Schilddrüsenstörungen muss eine ärztliche Diagnose gestellt und eine entsprechende Behandlung eingeleitet werden. Zusätzlich kannst du Heilpflanzen verwenden, um die Beschwerden zu lindern. Wir laden dich heute ein, die besten Heilpflanzen für die Schilddrüse kennenzulernen. Heilpflanzen gegen Hypothyreose. Wenn bei dir eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt wurde, weißt du sicher, was das bedeutet. Abnehmen fällt sehr schwer, die Haare werden dünner, man wird sensibler auf Wärme und Kälte und so weiter. Der Metabolismus arbeitet langsamer und deshalb ist es notwendig, entsprechende Medikamente einzunehmen. Du kannst deine Lebensqualität zusätzlich mit einer adäquaten Ernährung verbessern. Verschiedene Naturheilmittel können ebenfalls sehr hilfreich sein, um die Schilddrüsenfunktion zu regulieren. 1. Johanniskraut, Hypericum. Johanniskraut ist im Reformhaus oder in der Apotheke zu finden. Es wird gerne und häufig zur Behandlung von Hypothyreose verwendet, da damit der Energiemangel, die Lustlosigkeit, mögliche Depressionen und physische Erschöpfung, die ein verlangsamter Stoffwechsel zur Folge hat, behandelt werden können. Es handelt sich um eines der besten natürlichen Antidepressiva. Johanniskraut wird wie folgt eingenommen. Zutaten: 1-2 Teelöffel Johanniskraut, 3 g. 1 Glas Wasser, 200 ml. Zubereitung: Damit bereitest du dir einen Tee zu, den du jeden Morgen zum Frühstück trinkst. Das Wasser zum Kochen bringen und das Johanniskraut damit überbrühen. So kannst du den Tag mit mehr Energie beginnen. 2. Keine Tee. Es mag vielleicht überraschend klingen, doch keine Tee ist ausgezeichnet, um den Stoffwechsel zu aktivieren. Am besten trinkst du diesen mit etwas Honig nach den Hauptmahlzeiten. Damit kannst du die interne Thermogenese fördern und die Schilddrüsenfunktion verbessern. Es lohnt sich, dieses Mittel auszuprobieren. Zutaten: 1 g keine Pfeffer, Pulver. 1 Glas Wasser, 200 ml. 1 Esslöffel Bienenhonig, 25 g. Zubereitung: Als erstes das Wasser zum Kochen bringen, danach darin den Kaine-Pfeffer 15 Minuten köcheln lassen.
anschließend weitere 10 Minuten ziehen lassen. Trinke diesen Tee vor jeder Hauptmahlzeit. 3. Ingwer-Gurkenwasser zur Regulierung der Schilddrüse. Zutaten: Ein Teelöffel geriebener Ingwer, 4 g. Ein Teelöffel Pfefferminze, 5 g. 1-2 Gurke. 1-2 Esslöffel Spirulina, 2 g. 1 Liter Wasser. Zubereitung: Dieses Hausmittel ist einfach aber wirksam, um die Schilddrüsen unter Funktion zu regulieren. Püriere als erstes die Gurke. Danach ein Glas Wasser erhitzen und den Ingwer und die Pfefferminze darin ziehen lassen. Zuletzt die restlichen 4 Gläser Wasser, den Ingwer, Pfefferminztee sowie das Gurkenpüree und die Spirulina in einen Glaskrug füllen. Dieses Wasser kannst du über den Tag verteilt trinken, am besten 3-mal in der Woche. Heilkräuter gegen Hyperthyreose. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten. Viele Heilpflanzen können sogar zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Es ist beispielsweise bekannt, dass kalifornischer Mohn zum Teil bei Hyperthyreose verwendet wird. Du solltest dies jedoch zuerst mit deinem Arzt besprechen. Wir empfehlen dir ein einfaches Hausmittel, das sehr hilfreich sein kann, ein Getränk mit Radieschen. Radieschengetränk. Sie sind sehr wirksam, um die übermäßige Produktion von Schilddrüsenhormonen zu regulieren. So wird dieses Getränk zubereitet, es ist sehr einfach. Zutaten: 2 Radieschen, Saft einer halben Zitrone, 1 Glas Wasser, 200 ml. Zubereitung: Zuerst werden die 2 gewaschenen Radieschen im Standmixer zu Saft verarbeitet. Danach werden diese mit dem Wasser und dem Zitronensaft vermischt. Der Geschmack ist stark, scharf und leicht sauer, doch dieses Hausmittel ist sehr hilfreich, um die Schilddrüsenfunktion zu regulieren. Du kannst dieses Getränk am Morgen eine Woche lang trinken und danach eine Woche Pause machen. Du wirst sehen, dass es dir hilft.